Meine sehr verehrten Damen und Herren des Magistrates der Stadt Kassel, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Zum Langenfeld und seiner anstehenden Bebauung ist vieles gesagt worden. Davon war manches richtig, manches falsch und manches habe ich selbst höchst persönlich, als ihr demokratisch gewähltes Stadtoberhaupt gesagt. Auch sie, die Bürgerinnen und Bürger, haben sich in vorbildlicher Weise eingebracht. Kasselaner diskutierte mit Kasseläner und Kasseläner sprach zu Kasselern und Kasselerinnen. Ja, es wurde sogar eine sehr basisdemokratische Bürgerbefragung und Abstimmung für meinen höchsteigenen Papierkorb veranlasst und umgesetzt und von mir selbst für irrelevant erklärt. Somit sind die Mittel der Repräsentativen wie der Basisdemokratie ausgeschöpft und erschöpft, so dass wir uns endlich den alternativlosen Realitäten stellen können, wie sie uns die Wirklichkeit nun einmal gebietet. Natur haben wir hier im strukturschwachen Raum genügend, Gewerbeflächen nicht. Das heißt nicht, dass wir von der SPD die Natur nicht schätzten und schützten. Niemand hat die Absicht, in Kassels letzte Frischluftschneise eine Mauer zu bauen. Darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort. Außerdem hat Mauerbau in Kassel auch keine Tradition, dies den Linken ins Stammbuch geschrieben. Der Bau von Betonquadern schon und diese sind ja auch viel luftdurchlässiger als eine Mauer, Klammer auf, von der sich die Linken immer noch nicht distanzieren wollen, aber dies nur nebenbei, Klammer zu. Schon seit Kriegsende bemühen sich die angestammten Kasseler Regierungsparteien also in der Hauptsache, wir von der SPD, aber auch CDU und Grüne haben sich da Verdienste erworben auf dem von der Royal Air Force perfekt erschlossenen Stadtgebiet und in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der betonerzeugenden und verarbeitenden Industrie. Das erste vollkommen geschlossene Betonquader-Ensemble westlich von Ulaanbaatar zu verwirklichen. Unterbrochen nur von sechsspurigen Stadtautobahnen, wird der Kasseler Talkessel, der einst vollkommen überzogen sein von wunderschönen Betonquadern in Mausgrau, sei es als Amtsgebäude, Gewerbegebäude oder auch Wohnbebauung dienend. An diesem Traum arbeiten nun schon Generationen von Kasseler Baudezernenten und von diesem Traum ist meine SPD auch dank der zuverlässigen Zuwendungen des Bauzweckverbandes Cosa Betonia nie ein Jota abgewichen. Wir hier in Kassel wissen nämlich, wie mit Abweichlern und Miesmachern umzugehen ist. Herr Lewandowski von der CDU und sein Freibier- und Bratwurstpogrom gegen schlechte Kunst, Klammer auf die Treppe, Klammer zu, waren da erst ein Anfang. Seit unsere Freunde von der Cosa Betonia, der Begriff Betonmafia ist eine infame Unterstellung, die ich hier aufs Schärfste zurückweise. Den teilnehmenden Architekten an Kasseler Bauausschreibungen bei einem netten Ausflug unter den Wasserspiegel der Fulda einmal gezeigt haben, was bei uns Architekten blüht, deren Entwürfe nicht a, Klammer zu, quaderförmig und b, Klammer zu, mindestens zu 90% aus Beton sind, kommt die Stadtentwicklung viel schneller voran wie die Neubauten der letzten Jahre, Klammer auf, Finanzzentrum und so weiter, Klammer zu, eindrücklich beweisen. Auch da, wo wir aus Rücksicht auf irrationale Befindlichkeiten von der universellen Kasseler Blockbetonbauweise einmal abweichen mussten, wie zum Beispiel beim Henschelhaus, achten wir streng darauf, dass nur die äußere Höhle bleibt, während innen alles aus Beton gefertigt wird. Dies erscheint uns auch aus Gründen der Fürsorge für die Bevölkerung notwendig und nützlich. Bleibt doch Kassel wie von uns erwünscht weiter Rüstungsfabrik, wo das mit einer Innenstadt aus Fachwerk hinführt, hat 1943 eindrücklich erwiesen. Aber mit einer Innenstadt aus Beton, da sollen die Briten ruhig kommen, Klammer auf, kleiner Scherz, haha, Klammer zu. Vor diesem Hintergrund zeigt sich Überflüssigkeit von feingeistigen Diskussionen über Frischluftschneisen und Feinstaub in ganzer Deutlichkeit. Wer gegen das Langenfeld-Vorhaben ist, ist gegen die Sicherheit der Bevölkerung, gegen den Aufschwung und die Wirtschaft, aber vor allem gegen mich. Vater- und Mutterlandslose Gesellen und Gesellinen, zugereiste Chaoten, Studenten und verhetzte Wutbürger wie diese Umweltschützer finden in unserer großen städtischen Familie keinen Platz. Dafür stehe ich ein als der Pate dieser Familie, notfalls auch mit handgreiflicher Hilfe der braven Handwerker von Cosa Betonia. Unser Motto ist und war immer, ist es Beton, ist es gut, und dabei bleibt es. Damit Kassel bleibt, wie es ist und was es ist, im Ranking für die hässlichste Stadt Deutschlands ganz vorn dabei, mit mir, ihrem Oberbürgermeister.